Also heute, wie gesagt, drei Boutique-Projekte, das heißt kleine Projekte, finde ich persönlich immer cool. Also die meisten meiner Kunden mögen ja die kleineren Projekte lieber. Mir persönlich geht es, wie gesagt, auch so. Salosch heißt dieses, ist vom Bauträger Evergreen. Wir haben hier 1+1, das heißt immer ein Schlafzimmer, plus eins ist dann das Wohnzimmer, also plus ein Wohnzimmer. Und zwar Gartenapartments und Penthäuser, beide fangen jeweils bei 199.000 britische Pfund an. Warum haben die Penthäuser den gleichen Preis hier teilweise wie die Gartenapartments? Das werdet ihr am Ende von dem Projekt sehen. Zunächst mal zeige ich euch Videos. Also starten wir mal mit einem Resale-Gartenapartment. Und zwar das zweitbeste auf der ganzen Anlage, das Beste, was es noch zu kaufen gibt. Wow, hier gibt es Meerblick und das von einem Gartenapartment. Diese schönen Sandbuchten sind direkt um die Ecke von dem kleinen Boutique-Wohnprojekt mit 44 Einheiten. Es gibt einen großen Pool, einen Gym und eine Sauna. Und hier seht ihr mich in dem Gartenapartment stehen. Das ist das Schlafzimmer mit schönem Blick in die Natur. Hier kommt noch ein Einbauschrank rein, dann haben wir eine Abstellkammer, ein Badezimmer, Küche und Wohnzimmer mit diesem sensationellen Ausblick von der Terrasse aus auf das Meer. Und so sieht die Wohnanlage aus, wenn sie Ende 2025 fertiggestellt ist. Ich verabschiede mich, wir sehen uns im nächsten Video und wenn ihr Interesse habt an dieser Wohnanlage, schickt mir gerne eine Anfrage. Schaut mal, ganz wichtig hier vorne, ganz, ganz tolle echte Sandstrände. Echt, ja, Betonung auf echt, weil es gibt viele aufgeschüttete Strände von manchen Bauprojekten. Hier haben wir echten Sand. Das ist natürlich viel schöner, wenn du hier reingehst. Dann hast du halt auch im Wasser den Sand. Wenn die Bauträger aufschütten, dann hast du meistens hier vorne Sand. Der ist übrigens auch meistens wesentlich dunkler als der Natursand. Dann gehst du rein und hier hast du trotzdem wieder die Steine unterm Sand und spürst den. Also hier Naturstrand. Es wird natürlich einen Zugang geben hier zu den Stränden, damit man von Salosch, von dem Wohnprojekt aus, direkt zum Strand marschieren kann. So, hier seht ihr nochmal, es ist U-förmig angelegt. Hier oben ist der Pool, da kommt noch eine Bar hin. Und hier unten, sehr nett, mit ganz viel Glasfront, haben wir ein Gym und noch eine kleine Sauna. Und hier kommt natürlich noch ein Grünbereich hin. Also alles relativ klein, aber sehr fein. Also mir gefällt die Anlage super, super, super gut. Hier nochmal ein bisschen Ringsumblick. Ne? Habt ihr toll die Bergwelt im Hintergrund. Was man wissen muss, ihr seht es auch hier, hier ist die Küstenstraße. Also die ist jetzt von den hinteren Objekten nicht so weit entfernt. Von dem besagten Gartenapartment allerdings, das ist nämlich das zweite hier vorne, ist sie weit genug entfernt, da sind ja noch die ganzen Häuser dazwischen, dass du die Straße eigentlich so gut wie gar nicht hörst. Ne? Also ich habe sie jetzt am Wochenende, habe ich das Video gedreht, habe ich sie gar nicht gehört. Das ist natürlich echt super, je nachdem wie der Wind steht, kann man sie vielleicht mal ein bisschen hören. Aber im Grunde hast du da vorne wirklich tolle Privatsphäre und deine Ruhe. Und den Mega-Ausblick direkt aufs Meer. Also von allen Räumen, auch vom Schlafzimmer. Schau mal, das ist der Blick vom Schlafzimmer hinten raus. Hier wird natürlich noch alles schön gemacht. Ne? Das bleibt natürlich nicht so. Also vom Schlafzimmer hast du hinten einen tollen Blick. Und von Küche und Wohnzimmer vorne raus hast du natürlich einen grandiosen Blick. Das ist nämlich dieser hier. Direkter, freier Blick aufs Meer. Und du kannst, ich gehe nochmal ein Stück zurück, kannst auch hier gucken, ob jemand im Gym ist und dann, ah, da ist gerade keiner da, dann gehe ich jetzt ins Gym, habe das ganze Gym für mich alleine. Das ist natürlich auch praktisch. Oder auch das Gleiche mit dem Pool, da kannst du natürlich auch direkt drauf schauen. Gut, haben wir das. Das war das Gartenapartment. Dann habe ich aber auch noch ein Penthouse. Ich habe aber viele Penthäuser, die sind noch vom Bauträger im Verkauf. Und zwar 6 Stück habe ich noch. 6 Penthäuser in Salosch. Gucken wir uns auch ein Video an. Wer hätte nicht gerne so ein Penthouse direkt am Meer? Sandstrände direkt um die Ecke. Boutique-Style mit nur 44 Einheiten. Ein schöner großer Outdoor-Pool mit einer Bar, Gym und Sauna. Und dann schauen wir uns mal das Penthouse von innen an. Ein Eckpenthouse mit freiem Blick auf das Meer. Und zwar ein Loft, das heißt, es geht noch ein Stockwerk höher in das Schlafzimmer mit Ausblick hinten auf die Berge und vorne auf das Meer. Rauf geht's auf die Dachterrasse und hier haben wir
360 Grad Rundumblick. Wenn die Anlage fertig ist, wird sie so aussehen. Fertigstellung Ende 2025. Bei Interesse melde dich gerne bei mir. Dann haben wir noch mal ein paar Bilder wieder. Also Anfang 2026 ist offiziell die Fertigstellung. Ganz ehrlich, die sind schon so weit, dass ich fast das Gefühl habe, die wären früher fertig, aber offiziell Januar 26. Das sollten sie locker schaffen. Nur 44 Einheiten, klein, aber fein. Alle freien Einheiten sind One plus Ones. Es gibt die Duplex-Penthäuser hier über zwei Ebenen oder eben die Garten-Apartments, die 1 plus 1 Garten-Apartments hier unten über eine Ebene. Das hier wird die Bar. Hier ist ein Pool mit so einer kleinen Sitzbank auch drin. Man kann schön drumherum sitzen. Also wie gesagt, dafür, dass es nur 44 Einheiten sind, hast du eigentlich alles, was du brauchst. Und hier seht ihr nochmal, wie schön das eingebettet ist ins Grüne. Ah, mir fällt ein, ich habe noch was für euch. Schaut mal hier. Das ist Szalos, also super schön gelegen. Da seht ihr nämlich noch ein bisschen mehr von dem Umfeld. Ist das nicht ein Traum? Hier sind die beiden Buchten hier unten mit Sand. Hier gibt es auch noch mal eine Bucht. Da allerdings seht ihr, da sind Steine. Das sind so kleine Kieselsteine. Kann man natürlich trotzdem schwimmen gehen, aber das persönlich wären meine Lieblingsbuchten. Ja, und auf der anderen Seite, hier ist eine Ravine, ne? Also hier geht es so runter, dann ist hier eine Ravine, da kann überall nichts gebaut werden. Hier kann laut heute auch nichts gebaut werden. Hier bin ich mir nicht sicher, würde ich mal so sagen, so wie es aussieht, da könnte noch was hinkommen, ist aber relativ wurscht. Vielleicht kommt was Nettes hin, wo man auch noch eine Facility-Geschichte mitnutzen kann. Und hier, nicht weit, da kann man übrigens hier auch so querbeet über so einen Weg laufen. Hier baut ein anderer Bauträger eine sehr große Anlage und zwar mit Shops, also auch Restaurant natürlich und Bäcker soll da hin und kleiner Supermarkt und so weiter. Und daneben baut noch ein anderer Bauträger auch eine große Wohnanlage. Für alle, die sich auskennen, Kay Islands und The Resort Village. Die beiden Wohnanlagen kommen hierhin. Die sind sehr groß. Die bringen ganz viel Infrastruktur mit sich. Wenn man jetzt mal eben noch mal ins Restaurant will oder so, kannst du zu Fuß einfach hier über den Hügel laufen und hast das alles. Und wenn du dann wieder zurückläufst nach Szalos, dann hast du schön deine Ruhe. Weil da kommt kein Fremder hin, weil es ja kein Restaurant oder so gibt. Ne? Das hat immer Vorteile und Nachteile. Wenn du ganz viel Infrastruktur vor Ort in deiner Wohnanlage hast, dann kommen natürlich auch immer Menschen von außen. Das kann man jetzt gut finden. Manche freuen sich. Andere sagen, nee, ich will lieber meine Privatsphäre, ich will lieber meine Ruhe. Die sind dann in so einer Boutique-Anlage besser aufgehoben. Also immer je nach Geschmack. Also hier, wie gesagt, das zweite Garten-Apartment habe ich und das Video war eben aus diesem Penthouse. Ich habe aber noch mehr. Ich habe auch noch das daneben und ich habe hier drüben noch welche und hier drüben auch noch welche. Ganz vorne, bevor ihr mich fragt, die sind alle schon weg und die stehen auch nicht zum Verkauf. Leider. Hätte ich euch gerne angeboten. So, hier nochmal ein paar Screenshots von der Präsentation vom Bauträger. Wie sieht es aus, wenn es fertig ist? Also ne, natürlich wird noch alles schön begrünt. Abendstimmung. Die Sonne geht übrigens hier so schräg vorne unter. Habt ihr eine super Abendstimmung hier auf der Poolanlage oder auch natürlich von den Dachterrassen, auch von manchen Gartenapartments. So sehen die Gartenapartments aus, wenn sie dann fertig sind und eingerichtet sind. Na, ihr habt eine Terrasse hier davor. Meistens habt ihr einen Blick auf den Pool und aufs Meer, auch von den Gartenapartments. Küche ist hier mit drin, allerdings immer nur die Einbauschränke. Das kennt ihr wahrscheinlich auf Nordzypern meistens. Und auch hier sind die Elektrogeräte, ne? Also hier Herd und Kühlschrank und so weiter. Und auch die Klimageräte nicht in den Preis mit drin. Die muss man extra kaufen. Hier hinten ist dann noch das Schlafzimmer mit dem Fenster nach hinten raus, meistens in die Bergwelt. Und hier ist das Badezimmer zu finden. Ja, das ist der Stand von Mai. Das sind die letzten Aufnahmen, die ich noch vom Bauträger habe, von dem Construction Update. Mein Video war, wie gesagt, jetzt von gestern, von vorgestern. Am Samstag habe ich es gedreht. War übrigens lustig, weil hier ist so ein Tor. Ne? Hier fährt man ja normalerweise rein. Und dieses Tor war zu. Und das ist so 2,50 Meter hoch. Dann stand ich so davor. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Psst. Eingestiegen, aber verratet es keinem. Gott sei Dank bin ich einigermaßen sportlich. Ja, war ganz schön am Wochenende, als ich da war, weil da war keine Bauarbeiter, kein niemand. Ich hatte alles für mich alleine. Also inzwischen sind sie, wie gesagt, wesentlich weiter. Ne? Hier seht ihr, da hätte ich noch nicht auf die Dachterrasse gekonnt. Das war jetzt Ende Mai, dieses Update.
Jetzt haben wir Anfang Juli, jetzt haben sie oben die Dachterrassen schon überall drin. Dann haben sie diese ganzen Holzgeschichten und auch die, ja, wie nennen sich die Stäbe, ihr wisst schon, die sind jetzt alle weg, weil alles betoniert ist und schon mal der Rohbau komplett fertig. Also sind gut weitergekommen die letzten Wochen, will ich damit sagen. Wie gesagt, diese Bilder alle ein bisschen veraltet. Guck mal, hier seht ihr diese Anlage, wo ich gesagt habe, da wird daneben noch gebaut. Die war eben auf dem Google Earth-Bild nicht zu sehen, die Anlage. Aber hier seht ihr und hier daneben kommt halt nochmal eine. Und die sind beide riesengroß und dazwischen ist halt eine Ravine, da kann nichts gebaut werden. Das ist das Schöne. Ja, hier seht ihr aber nochmal die Küstenstraße. Also wenn ihr sehr lärmempfindlich seid, dann sind die hinteren Objekte hier nichts für euch, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin da ja immer, ich persönlich bin sehr lärmempfindlich, deswegen achte ich da immer sehr drauf. Wobei man sagen muss, dass die Straße hier, wir sind ja schon relativ weit im Osten. Genau, das wollte ich euch auf der Karte hier auch nochmal zeigen. Wir sind jetzt schon relativ weit draußen hier. Also die meisten Objekte, die ich euch vorstelle, sind ungefähr in dieser Gegend hier, ne? Also das ist so, ich zeige euch mal alle Objekte, die ich habe. Da seht ihr, das ist so der harte Kern. Hier Szalos ist schon quasi an der Ostspitze von den geballten Objekten. Ich blende die anderen mal wieder aus. So, also, und das hier ist ja die Küstenstraße. Wie gesagt, hier baut ein anderer, hier baut noch ein anderer, also passiert viel. Aber die Lage von Szalos ist natürlich genial, weil ab hier geht es steil runter. Schaut mal, Szalos, wenn ihr rechts unten schaut, hier, da kriegt ihr immer die Höhenmeter angezeigt. Wir sind auf 27 Meter bei Szalos. Und hier vorne sind es 22, hier sind es 11. Also es geht relativ steil runter. Dadurch habt ihr natürlich auch von den meisten Gartenapartments einen freien Blick aufs Meer. Also dieses hier habe ich ja im Verkauf. Guckt ihr hier komplett frei runter. Und Penthäuser, wie gesagt, im hinteren Bereich. Nur bei den Penthäusern müsst ihr wissen, kann es sein, dass ihr die Straße hört. Jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, hier draußen, hier sind die beiden letzten großen Wohnprojekte, die entstehen. Ansonsten gibt es hier draußen nur noch vereinzelte, zumindest derzeit. Deswegen ist hier nicht mehr viel los auf dieser Straße. Der ganze Bauboom, den wir hier seit ein paar Jahren haben, der wird ja jetzt durch die neuen Gesetze so ein bisschen abgebremst, weil jeder nur noch ein Objekt haben darf. Deswegen haben wir vielleicht die Chance, dass die Straße auch künftig nicht viel mehr befahren sein wird. Also von daher, aber man muss halt wissen, da ist eine Straße, auch wenn sie nicht stark befahren ist, aber befahren ist sie natürlich, ne? Also zwischendurch kommt mal das eine oder andere Auto vorbei. Noch ein paar mehr Bilder, switche ich jetzt mal etwas schneller durch, ne? Hier vorne seht ihr auch, haben sie schon angelegt für die Indoor-Facilities, ein Gym, eine Sauna. So, das sind noch ein paar Baustellenbilder. Das hier links war in dem Gartenapartment, wo ihr das Video gesehen habt. Und das rechts ist auf dem rechten Penthouse im Block, der hinten an der Straße sitzt. Habt ihr natürlich frontalen Meerblick, ne? Vom Blick her. Und hier der Blick nach hinten, auch auf die Berge, ist schon sehr, sehr cool. Gut, hier seht ihr jetzt nochmal alle Verfügbarkeiten. Das ist mein Resale-Tipp, das Gartenapartment. Guck mal hier, total freier Blick. Also diese Häuser hier stehen ja ein bisschen nach hinten versetzt. Wenn ihr hier in der Schräglage nach vorne schaut, schaut ihr nur aufs Grüne und aufs Meer. Das ist sensationell. Also Gartenapartment, erste Meereslinie, 199.000. Die Penthäuser hier, die kosten unterschiedlich. Es gibt eins, nämlich dieses hier, das kostet auch nur 199, aber das ist in Wirklichkeit noch ein Stückchen weiter hinten und guckt komplett auf das Haus hier drauf. Das macht wenig Sinn, wenn ihr mich fragt. Dann lieber einen kleinen Aufpreis. Die anderen hier, die kosten alle zwischen 210 und 220. Auch noch ein super Preis für ein OnePlus One Penthouse. Aber die sind natürlich wesentlich weiter hinten als dieses exklusive Gartenapartment. Das war im Einkauf wesentlich teurer als alle hinten liegenden, weil es eben den allerbesten Meerblick hat mit dem links daneben. Also die beiden waren die teuersten Einheiten. Penthäuser natürlich noch ein Tick teurer, aber die habe ich leider nicht im Angebot. Also alle, die hier gelb markiert sind, hellgelb, das sind die, die ich aktuell zur Verfügung habe. Und mein Tipp wäre bei den Penthäusern dieser hier mit Blick nach vorne. Und halt, es ist die Ecke, da kann man noch auf der Seite zusätzlich Fenster reinmachen. Das ist natürlich immer cool. Wenn man möchte, weil es die Ecke ist, kann man sogar die obere Ebene durchziehen und zwei Schlafzimmer draus machen oder ein großes Schlafzimmer. Das geht nur bei der Ecke, weil du eben seitlich die Fenster hast.
Und hier vorne, das wäre mein Tipp vom Garten-Apartment. Das ist allerdings ein Resale, deswegen gibt es da auch keinen Payment-Plan mehr. So, hier seht ihr nochmal, das ist das zweite Garten-Apartment, das hier vorne, den Floorplan. Relativ einfach. Du kommst hier auf der Seite rein, hinten hast du dein Schlafzimmer, geradeaus hast du das Badezimmer und nach rechts schwenkend hast du die eingebaute Küche und das Wohnzimmer mit der großen Fensterfront zur Terrasse raus. Und das Gleiche haben wir auch nochmal für das Penthouse oder für die Penthäuser. Penthäuser sind so aufgebaut, dass du hier reinkommst. Dann hast du links gleich die Treppe. Wenn du nämlich oben in dein Schlafzimmer willst, dann kannst du durch den Flur entweder ins Badezimmer oder in die Küche mit dem Wohnzimmer und der Terrasse. Das gibt es natürlich auch bei den Penthäusern. Wenn du die Treppe nach oben gehst, kommst du hier oben raus, hast dann dein Badezimmer, das zweite Badezimmer beim Penthouse. Oder dein Schlafzimmer. Vom Schlafzimmer aus den Blick nach unten ins Wohnzimmer, weil es ist ja Loft, ne? Loft heißt immer halbe Ebene. Blick nach unten ins Wohnzimmer und obendrauf gibt es natürlich dann noch die Dachterrasse. Auf die Dachterrasse kommst du von außen. Das ist ein allgemeiner Zugang für alle Penthäuser, die in dem Gebäude zusammenliegen. Hier nochmal alles zusammengefasst. Ich glaube, ich habe eigentlich alles schon gesagt. Also Fitnessstudio, Sauna, Pool, Poolbar hatten wir alles schon. Schicke Strände. Und wichtig, du kannst, weil das ist, der Bauträger heißt Evergreen, ist der größte auf der Insel. Er hat schon 30 Projekte fertiggestellt. Aktuell hat er 11, die im Bau sind. Und du kannst die anderen Facilities von den meisten anderen Projekten von diesem Bauträger mitnutzen. Das ist natürlich immer gut, wenn man bei einem großen Bauträger investiert. Gut, Zahlplan, der ist noch nicht angepasst. Ich habe heute noch mal nachgefragt. Dann hieß es 50% Downpayment und danach 50% die Zahlungen bis zur Fertigstellung. Warum ist das Downpayment jetzt höher? Weil halt der Rohbau schon steht, ne? Also immer, wenn es schon weiter ist im Bau, wird die Anzahlung höher. Gut, ihr Lieben, wenn ihr Interesse habt an Salosch, egal ob an dem Resale oder an den Objekten vom Bauträger, dann schickt uns gerne eine Anfrage. Dann gehen wir gerne mit euch ins Detail. Oh.